So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Da ist der Hannes, ne? Moin. Hinter mir habt ihr hier einen Baustoffmarkt Meiningen. Aber die Brauerei, die Arena, wo wir gerade stehen, ist die Brauerei Sudpfanne. Das ist, weiß ich nicht, da vorne das Stück noch. Da ist auch so ein Logo noch dran, DGS, das können wir euch gleich mal zeigen. Vielleicht war das alles hier mal Brauerei, von da vorne bis da hinten. Das Gebäude und das Gebäude daneben auch. Ich finde die Arena auf jeden Fall cool, Brauerei muss auf jeden Fall gemacht werden. Wir möchten heute nämlich einen Community Raid machen. Nachdem wir gestern Rigi Gigas gemacht haben mit Hannes, möchten wir heute Mega für Nondor machen. Da ich noch ein Mega für Nondor entwickeln muss, für meinen Mega Dex. So, guckt euch erst noch mal kurz dieses Gebäude an, dann ganz kurz für euch, damit ihr mal dieses Logo seht, hüpft man mal da hier. Das ist hier DGS und da ist auch noch ein Kronkorken zu sehen. Das ist irgendwie von der Brauerei noch übrig geblieben. Die Sonne kommt auch gerade raus, das ist richtig cool. Und wer am Geburtstagswochenende damals dabei war, der kennt das hier sowieso, weil man da vorne zum Teegut läuft. Hier alles voll Wiese ist, beziehungsweise alles voll Wiese war, denn da unten ist die Werra, da haben wir gecampt, da haben wir gezeltet, ohne Zelt, da haben wir bivakiert, da haben wir gechillt, da haben wir Bierchen getrunken, sind im Wasser rumgeflogen und die Werra ist jetzt so hoch wegen dem Hochwasser, dass die ganze Wiese hier auch überschwemmt ist, überflutet ist. Da vorne unten haben wir dann unter der Brücke geschlafen, das würde jetzt gar nicht mehr gehen. Ich kann gerade noch mal ein Stück dahinter und kann euch das noch kurz mal zeigen aus der Nähe. Jetzt müssen wir aber erstmal zurück zum Auto, zurück zum Raid. Dann haben nämlich nur noch 2 Minuten Zeit, dann müssen wir die Leute einladen, die heute mitmachen möchten. Und ja, servus Hannes. Ich stelle mich aber auf die andere Seite. So, wir stehen jetzt bereit. Jetzt haben wir das Gebäude auch als Hintergrund hinter mir. Wenn ich hier reingehe, ganz kurz auf die Telegram-Gruppe, habe ich natürlich wieder den Raid gepostet. Mit Koordinaten, mit Name, mit Bild, Mega für Nondor, Community Raid. Steht auch immer Community Raid dabei, dann wisst ihr, das ist mit Video. Wenn nicht Community Raid dabei steht, sondern nur Raid, ist er nicht mit Video, sondern einfach nur privat. Shenaya ist dabei, Blood and Tears, Linus, Selal, King Hammer, Ab ins Tierheim, Creeper to Go, Matze Nottland, Itch to Domo. Hannes versucht jetzt Matze Nottland und Shenaya einzuladen. Und dann habe ich nämlich genau 5, die ich einlade und Hannes lädt 2 ein. Da muss ich nicht doppelt einladen, 2-mal einladen, dann kann ich das einfach machen. Gehen jetzt auch einfach mal auf die Arena drauf. Mega für Nondor ist ja Typ Eis. Ob es noch einen Typ hat, weiß ich gerade nicht. Wir gehen jetzt einfach rein, wir laden jetzt erstmal ein. Zu den Mega Raids, achso, Matze darf ich nicht. So, haben wir das. Ich habe meine 5 eingeladen. Wenn ich nochmal einladen kann, versuche ich trotzdem Shenaya und den Matze Nottland noch auch mitzunehmen. Ansonsten reicht das jetzt erstmal. Ich sehe hier auf jeden Fall Kampf-Pokémon. Kampf gegen Eis. Ich sehe hier Feuer. Feuer gegen Eis. Ich sehe Metagross Stahl gegen Eis. Oder was? Ich sehe Hundemon. Unlicht gegen Eis. Nice, auch wieder Feuer. Ja, Pupsi sagt, sie hat auch Shenaya eingeladen. Sie hat auch Matze eingeladen. Hannes hat Shenaya eingeladen und Matze eingeladen. Dann drücke ich jetzt drauf und lade auch noch mal Matze ein und Shenaya. Ich lade die trotzdem ein. Das ist meine Pflicht, das muss ich machen. Ich kann aber mal gucken, wer noch online ist. Eiver Scharf, Hannes, ich kann dich einladen. Aliton, Balu und Schäfe24 lade ich jetzt einfach noch ein. Ja, was ist... Achso, der Samyang-Account ist noch gar nicht drin. Mann, fast wieder vergessen. Ich habe es wieder schlau gemacht. Ich habe geguckt auf einem kleinen Account, die ich nicht mehr brauche. Habe ein Schnäppke genommen, habe das entwickelt zu Vernondor, habe das hochgezogen auf Level 40 und habe mir das einfach rübergetauscht. Das heißt, egal wie gut das jetzt hier ist, selbst wenn das ein 100er wäre, Mega für Nondor ist, glaube ich, nicht wirklich nützlich. Da brauche ich keinen Staub und keine Bonbons verschwenden, um einen 100er hochzuziehen. Ich kann einfach das fertige Level 40er nehmen, mit egal wie viel IV das hat, und entwickle das Mega. Dann hat das schon gleich ein höheres Level, hat gleich mehr WP und nimmt man wahrscheinlich trotzdem nur zum Boosten von bestimmten Typen. Hat Mega für Nondor noch irgendwas anderes oder ist es trotzdem nur Eis?
Die meisten kriegen doch als Mega-Pokémon immer noch 10 andere Typen dazu, was immer richtig brutal ist, aber ja, man sieht es jetzt oben, Mega für Nondo ist einfach nur Eis. Also wenn ihr den Eistyp boosten möchtet, könnt ihr Mega für Nondo nehmen. Ich würde Rexblizzard wahrscheinlich bevorzugen, finde ich, sieht cooler aus. Ist auch jetzt schon länger dann drin bei dem Account, das heißt, der hat ein höheres Level schon als der andere und der boostet nicht nur Eis, der boostet auch gleichzeitig Pflanze. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall mehr. Nein, wir lesen keinen Wasserstand ab, wir drehen ein Video für YouTube. Ja, wir sind halt zu spät, wie immer. So, drücken wir mal kurz durch, schauen mal, ob vielleicht auch ein Shiny dabei ist. 11,83. Jetzt drücken wir mal auf dem anderen. Hannes, wie viel hast du? Einen Moment, das sind bei mir... 11,67 auf dem Samyang. 11,79. 11,79? Pupsi, was hast du, wie viel? Was? Das gleiche wie Hannes. Die flüstert immer so. Das sind Frauen, die sind immer so... Da verstehst du immer nichts. 11,83 ist das Beste. Versuch mal, das jetzt mal zu fangen. Nehm halt mal eine gelbe Beere. Zählt auf jeden Fall auch wieder zur Raid-Medaille mit verschiedenen Raids und wahrscheinlich zur Champion-Medaille dazu. Deswegen versuche ich ja jeden Tag was anderes zu machen. Was wir morgen machen, weiß ich gar nicht, weil Mega für Nondo brauche ich nicht nochmal. Regigigas ist ja auch nicht nützlich. Wollen wir morgen etwa Pikachu-Raid machen? Aber den habe ich ja schon gemacht, den habe ich ja schon für die Medaille, deswegen vielleicht sollte man doch Fünfer machen, vielleicht ein Shiny Regigigas abgreifen für die Sammlung, ist das vielleicht cool. So, Mainz mit 11,83 hat 14, 12, 14, Meiningen. 12, 14, 15. Jetzt will ich mit euch aber kurz nochmal dahinter, hinten das zeigen, dass ihr genau seht, wo wir am Ufer gesessen haben und dann möchte ich mein Mega für Nondo entwickeln im Video. So, ich stehe jetzt hier am Ufer, die Sonne blendet, man erkennt eigentlich gar nichts, wenn ich mich mal rumdrehe. Das, von da kommen wir gerade her, hier seht ihr die Werra, das ist eigentlich ein Ufer, da geht es schräg runter. Die Werra ist so breit, ist bis hier oben. Hier, wer am Geburtstag da war, weiß, hier war eine Treppe, da ging es runter, unten war ein Bootssteg, von dem Bootssteg ging es noch weiter runter, weil die Leute mit dem Kanu immer hier rein sind. Es ist halt jetzt wirklich hier bis zum Rand fertig, ne? Wasser ist da. Da drüben am Rand haben wir gelegen, haben geschlafen. Der Rand ist weg. Du hast nur noch oben den Rest. Aber der Rand, wo wir drauf gelegen haben, wo wir geschlafen haben, der ist nicht mehr da. Das heißt, wir werden jetzt alle unter Wasser. Vorne die Brücke auch, alles unter Wasser. Es läuft alles bis hier rüber, hier an den Mauern vorbei, bis dahinter. Das war eigentlich alles trocken. Hier kannst du eigentlich normal vorlaufen, ganz normal. Sind die Leute mal mit den Hunden spazieren gegangen. Was ich jetzt aber noch machen wollte, ist, ich möchte noch mein Mega für Nondo entwickeln. Wir haben das, was wir jetzt eben hier aus dem Raid haben mit 11,83, 14, 12, 14. Und wir haben das, das hat nur 2 Sterne, 14, 10, 9. Aber das möchte ich jetzt mega entwickeln mit 200 Energie. Gebe ich da aus und dann werde ich das jeden Tag einmal entwickeln. Und wenn es nicht mehr geht, warte ich halt ein paar Tage, bis es dann wieder geht. Und das ist jetzt mein Mega-Eintrag für Mega, für Nontor, was ich jetzt einfach jeden Tag entwickeln kann für die Mega-Medaille. Hier geht jetzt noch ein Ei auf, ist noch ein Pamo drin. Und ich muss jetzt noch zum Tierarzt fahren. Ich muss nämlich in Adi seine Tabletten wiederholen. Zweimal, einmal für den Herzmuskel, einmal zur Entwässerung. Wieder so 2 Riesenpackungen, heißt 90 Euro wieder mal für Adi Schatz, aber mache ich gern, das ist es mir wert. Lieber Adi als der Zahnarzt, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Liebsten würde ich mich jetzt mit einem Liegestuhl hierher hängen, die Sonne in mein Gesicht rieseln lassen, Bier trinken und dann ist die Welt ein besserer Ort. Das ist cool. Irgendwie hat's auch was, es ist sehr beruhigend und es ist einfach nur chillig gerade. Das Wetter ist Bombe. Das heißt, ich muss heute noch Biertasting machen, also schnell nach Hause.